So, meine Lieben, Rock'n'Roll, da bin ich mal wieder. Ich hatte euch ja versprochen, ich muss irgendwie anders hinstellen, wie eine Sonne, genau. Ich habe euch ja versprochen, dass ich heute den zweiten Teil mache wie eine Corona-App. Ersten Teil hatten wir schon durch, von wegen Datensicherheit, Datenschutz, bla, hast du nie gesehen. Was ich viel schlimmer finde, ist dabei, ich habe ja immer das Bluetooth dann letztendlich bei der Corona-App an. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich als Möglichkeit der Gefährdung, dass sich irgendwelche Hacker, die sich im Nahbereich befinden, dass die sich dann irgendwo tatsächlich auf mein Handy einloggen können. Und das Problem ist, was ich dabei sehe, dass wenn die sich natürlich über Bluetooth mein Handy einloggen können und wie gesagt, die App, die verlangt ja auch Freigabe der Kontakte, da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich Schwierigkeiten bezüglich Datenschutz, bezüglich was dann eventuellerweise an meine Kontakte, die ich ja gespeichert habe, was damit eventuellerweise für Schindluder getrieben werden kann. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, wer das Ding installieren will, soll es machen über die, ich will mal sagen, Wirksamkeit des Ganzen, denke ich mal, lässt sich auch noch drüber streiten, weil selbst wenn ich das Ding installiere, dann bin ich ja nicht zwingend dazu verpflichtet, da auch einzutragen, ich habe das Ding selber nicht probiert, wird bei mir auch nicht kommen, bin ich ja verpflichtet einzutragen, normalerweise, ob ich infiziert bin oder nicht. So, wenn ich das nicht mache und das von mir aus auch 25 Millionen andere Menschen nicht machen, obwohl so viele Downloads gibt es ja gar nicht, dann läuft das Ding natürlich, oder verläuft das Ding sich im Sande einfach nur. Weil, wenn das Ding nur installiert ist, bringt es ja nichts, wenn dann nicht auch irgendwelche Informationen bezüglich Corona-Verbreitung, ähnliches, dann eingespeist werden oder ausgetauscht werden. Also von daher egal. Nächstes Ding, was man sich überlegen muss, und zwar, inwieweit wird das Ding von der Bevölkerung tatsächlich angenommen? Herr Spahn sagt ja andauernd, top, top, top. Wenn man sich dann die effektiven Downloadraten bei Google anschaut, dann stehen wir da momentan bei 5 Millionen. Und die öffentliche Presse, unsere Medien, die natürlich komplett unabhängig sind, die erzählen irgendwas von 10 Millionen Downloads. Okay, wenn ich selbst die 10 Millionen Downloads stehen lasse, dann ist immer die Frage, viele werden das Ding nur installieren zum Probieren und werden das Ding dann wieder deinstallieren. Und wie viele aktivieren es dann Tatsache, also tragen auch Daten ein, das was erfolgt werden oder das was darüber nachvollzogen werden kann. Nächste Geschichte, die ich dabei sehe, ist, selbst wenn wir 10 Millionen Downloads hätten, dann würde also, schaut euch in eurer Umgebung um, nur jeder achte das Ding drauf haben. Reicht für mein Dafürhalten nicht aus, um dass man damit dann auch wirklich flächendeckend arbeiten kann. Wenn man dann noch das ganze Ding in die Verhältnismäßigkeit setzt, ich glaube 20 Millionen, 25 Millionen für die Entwicklung und dann wurde irgendwo schon gepostet 45 Millionen pro Jahr für den Service, also für Updates, für Pflege und. Na, schönen Dank. Also 65 Millionen im ersten Jahr. Hallo? Wer soll das bezahlen? Abgesehen davon ist ja, wenn ich das richtig gehört habe, sollen ja unsere Sozialkassen dann ab August leer sein. Heißt also, ich bin mal gespannt, ob da draußen dann die Leute Hartz IV, ALG I und so weiter, ob die noch ihr Geld kriegen. Gehört habe ich, wie gesagt, dass die Kassen durch die Plünderung der Bundesrepublik leer sein sollen, spätestens ab August, da bin ich mal gespannt. So, lassen wir heute erstmal sein, Corona-Update haben wir mit der App und dann schauen wir mal, was damit passiert. In dem Sinne, stay tuned, rock'n'roll, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag, ich bin wieder hier. Bis dann, ciao.